Auf dem Weg in den Vatikan ist es unmöglich, den zahlreichen Eintrittskartenverkäufern zu entgehen, die einem den Zugang mit möglichst kurzer Wartezeit versprechen. Das mag im Sommer, wenn die vielen Touristen durch die Stadt strömen, möglicherweise hilfreich sein, aber eine Online-Reservierung tut das Gleiche und kostet 20 Euro Eintritt pro Nase. Während die freien Kartenverkäufer 50 Euro verlangen, kostet die Eintrittskarte nach 10 Minuten Wartezeit an der obligatorischen Sicherheitsschleuse, an der Kasse 16 Euro und man ist im Vatikanmuseum. Der Vatikan ist aber kein Museum, sondern ein eigenständiger Stadtstaat, in dem der Papst als Oberhaupt und die Kurie als Verwaltungsapparat arbeiten. Aber der Vatikan hat eine einzigartige Kunstsammlung, die es sich auf jeden Fall lohnt anzusehen. Es spielt am Ende keine Rolle, wie der Kirchenstaat in den Besitz der verschiedenen Kunst- und Kulturobjekte gekommen ist. Vieles ist im Auftrag der katholischen Kirche angefertigt worden. Die besten Künstler ihrer Zeit waren dann die Ausführenden. Dazu kommen Geschenke und die unterschiedlichsten Ankäufe. Und der Vatikan zeigt sicher nur das, was man zeigen möchte. Aber das ist beeindruckend und faszinierend. In den Räumen ist Fotografieren und Filmen erlaubt, dabei muss man aber auf das Blitzlicht verzichten, denn die grellen Blitze würden in ihrer ungezählten Vielzahl Pigmente und Farben nachhaltig schädigen. Höhepunkt ist aber die Sixtinische Kapelle, in der Fotografieren nicht gestattet ist und auch konsequent unterbunden wird. Deshalb hier die Bilder aus der öffentlichen Wikipedia. Es überrascht, dass die Sixtinische Kapelle, benannt nach Papst Sixtus IV., so hoch ist. 40 Meter lang, 13 Meter breit und 20 Meter hoch gilt sie als das Meisterwerk der Hochrenaissance. Im Auftrag von Papst Julius II. Hat Michelangelo Buonarroti einem frühen 16. Jahrhundert ungesehenes, bildgewaltiges Konzept für die Decke entwickelt, das er mit einer übermenschlichen Energie zwischen 1508 und 1512 auch weitestgehend eigenhändig umgesetzt hat. Anfang der 70er Jahre wurde die Sixtinische Kapelle nach wissenschaftlichen und den damals modernsten Methoden restauriert und es kam eine unglaubliche Farbkraft zum Vorschein. Hier das Beispiel des Propheten David vor und nach der Reinigung und die Kunstwissenschaft musste ihre bisherigen Annahmen über eine womöglich gedeckte Farbigkeit Michelangelos überdenken. Nach wie vor ist die Sixtinische Kapelle Andachtsort und auch der Petersdom dient dem Papst als Gotteshaus, so sind Teile der Anlage zeitweise nicht zugänglich. Und während die Schweizer Garde die Eingänge überwacht, ein kurzer Trip zur Engelsburg, dem Rückzugsort der Päpste, wenn es für sie im Vatikanpalast zu gefährlich wurde. Die Engelsburg steht am Ufer des Tiber, hier die Ponte Umberto und nach rechts gesehen die Ponte Vittorio Emanuele. Es lohnt sich offensichtlich, die Angel auszuwerfen und wieder wird für Touristen Theater gespielt. Wir machen uns auf den Rückweg zum Petersdom. Auch hier wieder Wartezeit, auch hier wieder eine konsequente Sicherheitskontrolle, aber es geht schneller, als man bei dem Andrang erwartet hätte. Im Innenraum der Absperrung der Petersplatz. Erst seit dem 7. Dezember steht der Weihnachtsbaum und eine Krippenszene mit überlebensgroßen Figuren noch
ohne Kind. Und dann der Eintritt in die größte Kirche der Christenheit. Es ist überwältigend, wie klein der Mensch ist im Vergleich zu dem, was Architekten und Baumeister zwischen 1505 und 1641 an Architektur und künstlerischer Ausstattung schufen. Namen wie Donato Bramante, Raphael, Michelangelo und Lorenzo Bernini stehen neben vielen anderen dafür, dass hier mit großem Aufwand und sehr viel Geld geplant und gebaut wurde. Um dieses Geld zu beschaffen, trieb der Ablasshandel um 1500 seine Blüten und Martin Luther zu seinem Thesenanschlag in Wittenberg, der letztendlich die Teilung der Kirche zur Folge hatte. Aber das sieht man dem Petersdom nicht an. Sein Zustand ist, trotz schlechter Bausubstanz beispielgebend, und der Vatikan finanziert die Erhaltung aus eigenen Mitteln, und als Besucher weiß man nicht, wohin man zuerst schauen soll. In der Mitte zwischen den vier mächtigen Pfeilern, die die gewaltige Kuppel tragen, das Ziborium von Bernini mit dem Papstaltar, das genau über dem Grab des heiligen Petrus steht. Auch hier ist das Fotografieren verboten, deshalb ein Bild von der Confessio mit der Palliennische aus der öffentlichen Wikipedia. Das ist der heiligste Ort im Petersdom, denn der Petrus mit dem Schlüssel zur Himmelspforte ist der Namenspatron. Ganz gleich, ob man gläubiger Christ oder einfach nur neugieriger Besucher ist, die Wucht der Kirche und die allgegenwärtigen Symbole von Macht und Pracht vermitteln jedem einen bleibenden Eindruck. Musik.